Hallihallo, ihr Lieben. Hier gibt es am Sonntagabend noch ein Video für Menschen, die sich vor immer wiederkehrenden Gedanken nicht wehren und sich daher auch nur schwer konzentrieren können. Ja, es geht um eine neue Bachblüte. Wir sind im September immer noch in der Gruppe der Interesselosigkeit. Und wir sind jetzt bei der 6. von insgesamt 7 Blüten, die in dieser Gruppe von Dr. Bach definiert wurden. Und heute ist es die Blüte White Chestnut, die weiße Kastanie. Also so hier in Freiburg ist es, glaube ich, immer so April, Mai, dass man so richtig schöne, große, weiß blühende Bäume sieht, auch in Rot. Das ist eben die weiße Kastanie, White Chestnut, oder auch Red Chestnut, die rote Kastanie. So sieht das dann aus, die Blüten aus der Nähe. Meist wachsen sie ja so hoch, dass man es nicht sieht. Doch ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn dir etwas auffällt, wenn du eine Blüte in der Natur entdeckst, kann es sein, dass sie genau richtig für dich ist. Vielleicht ist sie aber auch einfach genau richtig für dich, weil du jetzt heute dieses Video anschaust, weil es dir angezeigt wird. Und wenn du kreisende Gedanken kennst und nicht weißt, wie du aussteigen sollst, ich kenne das sehr gut, dann erinnere dich an White Chestnut, dann besorg dir diese Bachblüte und nimm einige Tropfen in Wasser, gerne mehrfach, manchmal reicht es auch schon ein, zwei Mal und du bemerkst sehr schnell, dass es einen Schritt vorangehen kann. Doch jetzt direkt hier zum Leitsatz auf meiner Karte, und zwar verleiht White Chestnut innere Ruhe, wenn sorgenvolle Gedanken ständig im Kopf kreisen, und dadurch verhilft es auch zur Konzentration. Super positiv, wie ich finde. Das Zitat von Dr. Bach ist ziemlich lang. Er sagt, es ist für jene, die nicht verhindern können, dass unerwünschte Gedanken, Ideen und Argumente in ihr Bewusstsein dringen. Gewöhnlich ist dies dann der Fall, wenn das Interesse an der augenblicklichen Situation nicht stark genug ist, um ihre volle Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sie werden ständig von sorgenvollen Gedanken gequält, die nicht mehr verschwinden, selbst wenn sie für eine Weile mal drüber weggekommen sind. Dann kehren sie trotzdem nach einiger Zeit wieder zurück. Die Gedanken kreisen unaufhörlich in ihrem Geist und entwickeln sich zu einer Qual. Die Gegenwart dieser unangenehmen Gedanken stört den inneren Frieden und verhindert, dass sie sich auf die Arbeit oder die Freude des Tages konzentrieren können. Und das finde ich ganz schön, dass er eben auch wirklich sagt, dass es offensichtlich kein wirkliches Interesse an irgendetwas Positivem da draußen geht, weshalb dieses Kreisen einfach immer weiterläuft. Ich meine, ich habe es schon mehrfach gesagt, wir haben jeden Tag 50 bis 70.000 Gedanken am Tag und 95% von denen sind dieselben wie gestern. Das heißt, wenn du nicht auch aktiv anfängst, dich auf irgendwas Schönes da draußen zu konzentrieren, wird das sowieso sehr, sehr schwer. Wenn es da jetzt also so einen Helfer gibt und das ein Thema bei dir ist, dann lass dich doch unterstützen, denn dann erhält man wieder Ruhe und Klarheit im Denken. Man wird fähig, den Geist wieder zu beruhigen und mit Problemen konstruktiv umzugehen. Man kann sich konzentrieren, ohne von störenden Gedanken abgelenkt zu werden. Und wie schön wäre das? Ich meine, du hast da vielleicht irgendein Thema, einen Menschen, eine Situation, die heutigen Wahlen oder keine Ahnung, dein Arbeitsplatz macht dir keine Freude mehr, irgendwelchen Stress in der Familie oder im Freundeskreis, was auch immer, und du gehst immer wieder mit deinen Gedanken dahin zurück. Wir wissen auch, dass das, was du heute denkst, dein Morgen kreiert. Und von daher nimmst du das quasi jeden Tag wie so schlechtes, schweres Gepäck, trägst es einfach mit dir rum. Also nachdem ich heute diese Bachblüte mal wieder gezogen habe, ganz einfach, weil ich sie euch vorgestellt habe, werde ich sehr wahrscheinlich tatsächlich in den kommenden Tagen auch mal wieder ein paar Tropfen in mein Wasser geben, obwohl es gerade in den letzten Tagen bis Wochen gar nicht so ganz intensiv mein Thema ist, aber im Grunde kenne ich das. Das ist was sehr Gewohntes. Und jetzt habe ich gerade dieses Wochenende ein tolles neues Thema, auf das ich meinen Fokus jetzt vermehrt richten möchte, in mein Leben gelassen, habe mich dafür geöffnet. Und um das zu stärken und diese Konzentration zu halten, anstatt mich mit irgendwelchen alten Geschichten belasten zu lassen, deshalb werde ich White Chestnut integrieren. Und um unter den 5 Minuten zu bleiben, verabschiede ich mich, wünsche euch einen schönen Sonntagabend, freue mich über einen Daumen oder wenn du es weiterempfiehlst. Alles Liebe und bis zum nächsten Video.